Da wären wir. Alles klärchen, Wunderbärchen. Da bin ich auch. Damit seid gegrüßt zu einer neuen Aufnahme mit dem 4.5 Discord. Nee, mit Mordi. Ich habe mein Skin Ich heute war auch nur ein zu bisschen zweit. angepasst. Mordi hat sich auch ein bisschen Ja, mit beim moin. Hals, wie ich sehe. Ja, heute Ja, mal nee, zu schon seit letztem zweit. Mal. Also meine Augen sind ein bisschen schlecht geworden, deshalb brauche ich jetzt eine Brille. Da ich mir eine kleine neue Brille verpasst. Ja, heute machen wir das Spukschloss hier. Und vielleicht, ich will noch nichts versprechen, vielleicht kommt der Takiro noch mit dazu. Wir werden sehen. Mal schauen. Hier ist ein Kamin. Ist ein Muss. Ich krieche sofort wieder rein. Schön hier. Seit dieser Castle Map bin ich nicht mehr der Alte. Immer wenn ich den Kamin sehe, überkommt's mich. Morty, wo bist du? Bist du schon Ich komme weitergegangen? gleich. Bist schon weitergegangen? Ach Da so, bin ich. kommst zurück. Ich habe dich gerade fallen sehen, hinter mir, in den Ja, ich Schatten. bin möglicherweise abgerutscht. Möglicherweise. Okay, das hier scheint so ein bisschen Horrorlevel zu sein. Ach, ich mache dir die Tür auf. Kannst durch die Okay. Ha Vordertür durch. Okay, du hast schon, dann hole ich die Axt ganz kurz. Du kannst durch die Vordertür durch. Hallöchen. Oder auch nicht. Ah, okay, so geht's auf. Es gibt hier eine Axt. Ja, die brauchen wir, das weiß ich. Oh cool, her damit. Ich bin doch hier der Zwerg. Meine Axt. Ah, ah. Lass mal versuchen, die Axt Eine komplett Axt. mit durchs Level mitzunehmen. Es kann sein, dass es da irgendwo ein Secret gibt. Also es kann sein, ich Für weiß es nicht. Steam. Für Steam. Es gibt doch best da gibt's doch bestimmten Dingens für ein. Nennt sich das Achievement. Achievement? Genau, das Wort suchte ich. Komm schon, Fall. Nee, ich habe irgendwas an irgendein deutsches Wort gesucht, aber naja, ist ja das Richtige. Ah, okay, so funktioniert das. Und du hast das natürlich schon geübt. Ja, bei mir ist der Baum nur besser gefallen. Dann musst du es halt noch schieben. Ja, Ich halte auch die meine Axt. Präzision ist echt hoch. Okay. Ja, ab mit deinem Kopf. Ha-hu, ha-hu. Okay, das wird jetzt schwer. Schau Also wenn ich mal. die Axt in der Hand habe, dann kann ich da nicht drüber springen. Das ist ein bisschen, Ah, Mist, ist die Axt jetzt runtergefallen? dann bin ich ein bisschen verhindert. Ja. Na gut, ich hole sie Nur wieder. noch die Haupttür. Die Axt ist Moment. weg, aber gut. Brauchen wir die noch später? Also wie gesagt, es kann sein. Ich würde das echt gerne mal ausprobieren. Allein habe ich das echt nicht geschafft. Also ich gehe jetzt ohne Axt hier lang. Oha, ich hänge. Oh, ich habe den Baumstamm runtergerissen. Nö. Ist das ein Der kommt Problem? wieder. Der kommt wieder, keine Sorge. Okay. Warum klingelt jetzt im Hintergrund bei mir irgendein Handy? Meinst du es nicht? Ich weiß, das ist hier. Oh Mann. Ruf dein Papier an oder was? Ist bei mir auch schon mal eine Aufnahme passiert, dass mein Vater angerufen hat. Ich glaube, das war sogar eine Human Fall Flat Folge. Ah, ich fall schon wieder. Die Sache ist halt, es ist nicht mein Handy. Ah, okay. Bei mir kann es ja recht wenig sein. Also bei mir kann es ja nur mein Handy sein. Oder ein Ja, anderes außer vielleicht technisches von Gerät. Damenbesuch oder so. Bei mir und Damenbesuch, also bei mir ein Damenbesuch, das. Also meine Oma war schon mal bei mir zu Besuch, aber ich glaube, das zählt nicht ganz unter Damenbesuch, oder? Doch. Ja, ich glaube, ja, ich habe einen Safe Point. Okay, das bringt aber nichts, wenn ich die Axt mit drüber nehmen muss, irgendwie. Musst du das oder willst du das? Beides, oh Gott.
Nein! Also ich habe hier einen Ofen. Ein Hexenofen. Ja, dann mach schon mal einen Ofen, Alter. Ein Hexenofen. Schade, dass die Ninja nicht da ist. Oh, ich fall selbst rein. Die Ninja ist doch hier die Hexe. Kommen hier gerade einfach Leute bei mir in die Aufnahme. Hä? Was passiert denn bei dir? Modi, was geht bei dir ab? Offensichtlich viel. Kann man mit dieser Dingens... Ach so, die Fackeln da oben. Die Laterne bringt hier relativ wenig. Die Fackel. Passt auch, dass wir nur zu zweit sind. So ist die gruselige Stimmung hier in dem Spukschloss, dem Spuk Dings, dem Spuklevel besser. Draußen ist es auch schon ein bisschen düster, also die Atmosphäre passt. So, Fackel, nimm's mit. Zünd an den Ofen. Okay, der Ofen brennt. Gut, das war der leichte Teil. Was ist damit? Was müssen wir jetzt da machen? Du musst dich mal umgucken. Vielleicht findest du ja irgendeinen Hinweis darauf, was man machen müsste. Dann kann ich vielleicht einfach durch. Was ist bei dir da drüben? Du kannst vielleicht die Axt einfach durchschubsen. Da ist ja ein Loch drin in dem Stamm. Ich glaube, der sieht nur hohl aus, der Baumstamm. Versuch's doch. Ich versuch's gerade. Der sieht nur hohl aus, oder? Der sieht nur hohl aus. Okay. Nein. Okay, ich hab's. Ja, ich hab's. Holst du bitte die Axt? Ja, Moment, ich hab hier gerade oben. Ich bin hier beim Käfig. Ich bin zurück. Oh nein. Ich wollte sie gerade holen. Oh nein, wir haben ein Problem. Ja, ich sagte, hier ist ein Checkpoint. Ja, leider. Dann halt ohne Axt, oder? Müssen wir wohl. Naja, versuche ich es halt noch irgendwann mal im Singleplayer. Ich will wissen, was man damit macht. Okay, ich gehe schon mal die Kohle holen. Also ich habe hier einen Käfig. Okay, dann mach du das Käfigrätsel, ich mach hier Bergbau-Action. Ja, aber was machen wir mit dem Ofen? Hat das dann noch eine Bedeutung? Ja, ja, oder? Der Ofen hat schon eine Bedeutung. Okay, ich bin hier unten gelandet. Jetzt kann ich hier vielleicht mal die Kiste. Oh. Vielleicht komme ich da wieder hoch. Ich höre die ziemlich leise gestellte Hintergrundmusik, die wohl gruselig wirken soll. Ich habe sie sehr, sehr leise gestellt bei mir, die Hintergrundmusik. Und ich habe einen Minenwagen, den ich schieben kann, theoretisch. Okay, und ich bin hier gleich oben. Hopp. Hopp. Na komm. So. Ich bin hier gleich um die Ecke. Und hopps. Ah, verdammt. Ich bin gefallen. Ich bin wieder zurück. Ich bin zurück am Anfang. Wenn nicht ganz am Anfang, aber beim Ofen bin ich wieder. Na dann, ich komme auch gleich. Ich bin noch mal beim Käfig hier. Ich versuche das noch mal. Oder sollen wir was anderes machen? Gibt's was dringenderes ist? Nee, ich habe die Kohle jetzt schon. Welche Kohle? Das Kohlelevel hatten wir in der letzten Aufnahme. Ja, und hier auch wieder. Aha. Oh, ein Checkpoint. Da darf ich nicht runterfallen. War es bei dir oder war es jetzt, weil ich die Kohle rein habe? Ich bin runtergefallen. Der Checkpoint ist der Ofen. Ach, dann war es die Kohle. Das ist ja sinnvoll, hier einen Checkpoint zu setzen. Im Grunde schon. Damit halt auch die Welt und wahrscheinlich die Spawnpunkte von der Kohle geändert werden, falls die nochmal runtergeschmissen wird, dass man die wiederholen muss. Ich komme. Moin.
Hast mich festgehalten. Hops. Hinauf. Hops. Da. Schon wieder ein Checkpoint. Ja, der war von mir. Wieder der Ofen. Oh, ah. Ah, moin. Hier ist Kohle. Oder ist das ein Stein? Das ist ein Stein. Ja. Wohin damit? Ah, das kann ich dir gleich sagen. Ich mache mir nur schnell mein Licht an. Du kennst die Sache doch hier schon. Oh, hier geht's runter. Wieso kennst du die Maps alle schon? Das neue Steam. Das neue Steam-Level kennst du aber nicht. Das ist dir neu. Das kenne ich und ich finde es absolut scheiße. Also ich hab's. Ah, ich weiß, wo die Steine hin müssen. Ach ja, wo? Und das Team. Und das Team-Level, das habe ich sogar schon mal fast alleine geschafft. Also noch nicht ganz zu Ende, aber es lässt sich. Hast du das Team-Level geschafft? Es lässt sich alleine lösen. Also man kommt durch die meisten Rätsel alleine durch. Das ist nicht das Problem. Wie zum Beispiel hast du das gemacht? Ich war nach einer Weile einfach gesoftlockt. Also ich bin der Meinung, ich bin da. Oh, ich hänge jetzt hier unten in der. Ich springe runter. Machen wir ja in der nächsten Aufnahme. In der nächsten Aufnahme ist dann das Team der Welt dran und dann können wir das gemeinsam machen. Hm. Ja, da freue ich mich schon drauf. Dann bist du mal der Experte. Also ich bin nicht bis zu Ende gekommen, aber. Ich warte einfach mal bis zu dem Abschnitt mit den zwei Baugerüsten, wo die ganzen Rohre drauf lagen. Also bis zu den vier Fächern, zu den Fässern bin ich gekommen. Also das Fässerrätsel habe ich gemacht. Da bin ich schon durchgekommen. Okay, da war ich nicht. Weiter bin ich da noch nicht gekommen. Das muss man auf die jetzt noch nicht zu viel verraten. Das sehen wir dann im nächsten Part. Nein, nicht im nächsten Part, in der nächsten Aufnahme. Der nächste Part wird aller Erwartung nach noch dieses Level sein. Wir sind schon relativ gut durch. Ich mache ja mal, also wenn wir eine Stunde Aufnahme machen, dann mache ich ja immer zwei halbe Stunde Parts draus. Na, also ich unterteile eine Map meistens in zwei Teile, also zwei Parts. Es sei denn, das Level ist so kurz. Das Maya-Level. So, ich hab jetzt übrigens den gesamten Turm schon gemacht. Okay, ich bin gerade auf dem Turm. Ich komme hier gerade. Oh, wie komme ich da um die Ecke? Hups, zu weit. Ich bin wieder unten. Ich komme hoch. Bist du auf dem Turm? Ja. Und ich habe das Level, wo Gronkh und seine Leute eine ganze Folge verbracht haben, gleich gelöst in 3, 2, 1 und... Nicht das Level beenden. Nicht das Level beenden. Da kommt was. Okay, ich bin hier auf dem Turm. Ich klettere gerade. Bitte warte, bis ich bei dir... Ich bin jetzt Mordi, nicht mehr auf dem Turm. Mordi, bitte beende das Level nicht. Ich bin auch nicht mehr auf dem Turm. wenn du den Endpunkt gefunden hast... Nee, das ist nicht der Endpunkt, das ist nur das Ofenrätsel. Ja, aber wenn du den Endpunkt gefunden hast, dann warte bitte auf mich. Wollen wir mal gemeinsam beenden. Okay, ich habe hier ein bisschen Holz. Oh, bewirf mich nicht mit deinen Holzbrettern. Doch. Okay, ich habe hier das Gold. Okay, ich habe das Holz. Wow, das war ein so cooler Sprung, den ich gerade gemacht habe. Ich und mein Holz. Ja, und ich pack das Gold in den Ofen. Muss das Holz da oben rein, oder? Nee, das Gold hier. Und was mit dem Holz? Verdammt. Nein, nein. Okay, mir ist das Gold runtergefallen. Holz. Es passt nicht rein. Ja, das Holz muss auch nicht. Ah, okay, verstehe. Nein. Willst du das Gold hier reinpacken? Wenn das Gold da oben reinkommt, dann fließt das hier oben rein, dann kommt hier eine Schlüsselform raus und den Schlüssel können wir dann nehmen. Wie bei Ender bricht aus, können wir aus der Goldmedaille eine Schlüssel formen. Ganz genau.
Wobei, man könnte das Level mit Sicherheit auch einfach skippen. Ich überlege schon, wie ich das am Tun schnellsten. wir aber nicht, Modi. Nein, das hier nicht, das Level ist gut. Levels werden nicht geskippt. Ich glaube, ich halte den Schlüssel ein bisschen falsch. Der Ach, das geht muss schon. andersrum ran. Der muss. Ja. Fast. Das geht schon, das kriegt man. Schlüssel? Ich hab's nicht so mit Schlüsseln. Ja, das ist falsch. Ich nehme hier einfach das. Ich breche einfach den Zaun durch. Vielleicht geht das auch. Einfach. Uha! Krabbens. Nein, Und das jetzt habe klappt ich so natürlich den nicht. denkbar schlechtesten Skin, weil mir die Mütze fast alles hier verdeckt. Super. Aha. Wieso verdeckt die Okay. Mütze alles? Ich habe ja auch Weil einen ich. Hut. Weil die so groß ist. Ah, Hast okay, du gut ich hab's gemacht. dann. Ist da. Kannst du um. Okay. Kannst. Willst du aufschließen? Von mir aus. Wenn ich den Schlüssel nicht wieder rausziehe. Ich glaube, den kannst du jetzt gar nicht mehr rausziehen. Und was macht man? Einfach drehen. Ah, okay. Oder ziehen. Ich hänge hinter der Tür fest. So. Okay. Weiter geht's. Oh, Gut. Abhang. Oh. Ja, gut. Schäfer noch rechtzeitig geholt. Okay, dort lang Okay. oder? Ja, jetzt müssen wir da hoch. Über die Brücke kannst du ja Ich gehe schlecht. geradeaus. Ich gehe über die Hängebrücke. Du kannst versuchen. Ich versuch's. Johnny Mau. War wohl nix. Oh, ich habe einen Savepoint. Vielleicht habe ich ihn auch. So, ich komme zu dir hoch. Hi-ja. Hi-ja. Ich hänge hier noch ein bisschen unten rum. Mordi, ich komme zu dir. Beeil dich. So, da wäre ich. Und hier bin ich mir 100% sicher, dass man hier durch kann, wenn man die verdammte Axt hat. Vielleicht können wir auch gegenrennen. Kann man, aber wenn man einen Stein hätte oder sonst Mit irgendwas, purer hier irgendwo Gewalt. irgendwas liegen. Vielleicht können wir es aufziehen. Vielleicht können wir Nee, das nicht. glaube ich nicht. Das hatte ich schon Ja, alles versucht. das sieht so aus. Das sieht nach einem geheimen Weg aus. Das könnte man. Ich kann eine Fackel holen, vielleicht. Vielleicht abfackeln. Ich habe hier eine Lore. Ja, da geht's weiter. Und eine Treppe. Ach so, ja, das ist. Hier geht es noch weiter hoch. Ja, da bin ich auch sicher, dass das irgendwas zu bedeuten hat, aber es ist einfach nichts oben. Tja, ich warte mal auf dich auf der Lore. Ich fahre damit noch nicht los. Die fährt automatisch los, normalerweise. Deshalb warte ich auf dich. Ja, ich komme aber nicht mit der Fackel hoch. Kleines Stückchen Tee. Kann man sich gönnen. Modi, Ich bin konzentriert. kommst du noch oder soll ich schon mal ohne dich losfahren? Nein, bloß nicht. Die Lore ist das Beste am Level. Na gut, ignorieren wir mal den Weg. Ist mir jetzt zu blöd. Ja, das etwas muss ja noch bleiben, also etwas muss man ja dann auch privat oder eine Einzelaufnahme machen können. Können die Zuschauer oder wir machen es Moment, dann ganz einfach kurz. privat. Wir machen es dann einfach privat und die Zuschauer können es dann auch noch ausprobieren. Können es dann Moment, einfach ich google das selbst. jetzt, was dahinter ist. Etwas müssen die Zuschauer noch, verrat es aber nicht. Etwas müssen die Zuschauer ja selbst noch für ihr Let's Play haben. Also für ihr eigenes Spiel, nicht für Let's Play. Ich mache das übrigens auch gerne, zum Beispiel wenn ich ein Pokémon-Spiel spiele, dass dann einfach manche, also nicht viele, aber es ist zum Beispiel ein. Dass ich manche Pokémon-Trainer einfach rausschneide, also halt so ein Teenager, der dort einfach am Weg steht, ist den einfach da rauscutte. Dass ein paar Sachen drin sind, die man halt trotzdem noch irgendwie hat. Also wenn man mein Let's Play guckt, wenn man mein Let's Play zu Pokémon Y oder so weiter guckt und dann das Spiel selbst nochmal spielt, hat man immer noch irgendwo ein paar unbedeutende, hat man ein paar Trainerkämpfe, die im Let's Play noch gar nicht vorkamen, die einfach.
Charaktere, deren Existenz ich einfach rausgeschnitten habe. Ja, okay. Du weißt jetzt, was da drin ist, oder was? Nein. Na, dann hüpf in die Lore. Lass uns weitergehen. Halt dich nicht zu lange daran auf. Also ich springe jetzt in die Lore. Okay, es gibt offenbar gar nichts dahinter. Das ist nur ein Bait. Ups. Oh, ich bin Oh, er hat's rausgefallen. verkackt. Nein, naja, du kannst die Lore nochmal nehmen. Ich bin Aber das ist natürlich nicht rausgefallen. so Ich bin bei der lustig. Fackel. Ich bin bei deiner Fackel. Ja, und sie kommt wieder. Und ich habe einen Save Point nicht runterfallen. Ha, ich falle runter. Ha, nein, falle ich nicht. Ja, okay. Ich bin noch nicht runtergefallen. Ich ziehe mich hoch. Ich bin bei deiner verdammten Fackel. Ja, komm. Komm, Zwergi. Nicht fallen. Eine Loren fand dies lustig. Ja, das wäre schade, wenn du das jetzt verpasst. Komm hoch. Das ist jetzt ganz meinem Skill anzurechnen. Entweder ich bin dumm genug runterzufallen, oder wir haben eine Lorenfahrt. So. Und hops. Ich bin in der Geschafft. Lore. Jo. Ich fahre. Fährt sie? Dö, 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 dö. Hi, Mordi. Nein. Hops. Oh. Oh. Ich glaube, du hast die Oh Lore ein Mann. bisschen aus der Bahn gebracht. Oh nein. Au, verdammt. Na Mordi, gut, du das hast die Lore passiert. kaputt gemacht. Ja, das wäre eh nur auf 2 Meter gewesen. Ich wäre Mann. Die schöne fast von Dr. Holzbrett Jones. erschlagen worden. Die schöne Dr. Jones. Lorenfahrt. Und oh, Satz mit X. Ich bin War drüben. wohl nicht. Ich bin drüben. Ich hänge Ich hier am auch Kliffen. gleich. Ich hänge hier an der Klippe. Ja, Morty, zieh mich Oh hoch. nein, ich Morty. bin zu weit gesprungen. Ich bin drüben. Jo. Gut, da bist du weiter als ich. Das wird auch mal vorkommen. Ah, verdammt. Ich bin wieder Oh. zurück. Moin. Warum schaffe ich den Sprung jetzt nicht mehr? So. Und jetzt. Und. Oh, Hilfe. Das war wohl Ja. nix. Ah! Und loslassen. Modi, lass mich los. Ja, gut. Ja. Ja. Und. 3, 2, 1. Hab's geschafft. Hops. Ich nicht. Ja, komm, steh auf, Zwerge. Weiter mit dir. Ja, ich krieg's nicht hin. Gut, ich gehe da schon mal weiter. Zumindest ein Stück. Süßchen. Noch ein kleines Stückchen Tee getrunken. Gönn ich mir. Und weiter geht's nicht. Oh nein. Kann ich nicht rein theoretisch durch Bin dieses Haus da gefangen. oben gehen? Das ist doch so ein, das ist doch Stimmt. so eine Hütte. Kann man Theoretisch, aber da kommst du ja nicht da komme hoch. ich nicht hoch. Das ist zu, ja, ist zu Also weit ich will da weg. Also hochkommen, muss man aber da. wir kommen da eh später nochmal hin. Hi. Jetzt schaffen wir es beide nicht mehr. Doch, ich bin fast oben. Ich bin fast oben. Ich bin fast. Aber fast heißt eben nicht. Ah, ich hab's. Du musst ganz am Ende springen, ganz an der Kante. Ich weiß. Ich mach's aber nicht. Ah. Hui. Du musst schwingen. Schwingen und dich rüberschleudern. Wie schwingt man denn? Einfach W und S. W und S. Oh nein. Ich fürchte, das funktioniert bei mir nicht so gut. Vielleicht mit beiden Händen oben festhalten? Ah, okay, schwinge. 1, W und S. W und S. Wieder was dazu gelernt. Hua! Drüben. Und hops. Und wieder am Anfang. Ich auch. Modi, schaffst du es? Dass der Sprung hier mich jetzt so aufhält, das hätte Der ich nicht gedacht. Checkpoint. Holen wir uns den Checkpoint. Ja.
Der hat sich jetzt einfach nicht festgehalten. Super. Ja, hängen wir hier den ganzen Port lang an diesem ja, an dem Ding fest. Im Einsprung. So kann es auch kommen. Bei Human Fall Flat ist alles möglich. Da kann man auch manchmal bei einem Sprung den ganzen Part festhängen. Oder bei Super Mario Maker. Ja, das auch. Hast du eigentlich schon die Community-Level gespielt oder angefangen? Welche Community-Level? Also ich habe schon Level aus aller Welt gespielt. Also ja, meine ich ja. Also Community-Level gibt es ja keine. Also hat mir also aus meiner Community hat, glaube ich, noch keiner Level gebaut. Ja, vielleicht aus der von jemand anderem. Kannst du ja klauen. Habe ich sogar schon. Wie gesagt, ich habe schon einen Part, also den ersten Part habe ich in dem Abenteuer-Modus gemacht. Da habe ich den Abenteuer-Modus begonnen. Und im zweiten Part habe ich ein Level von Let's Play Markus geklaut. Also ein Level von der... Da hat jemand ein Level für Let's Play Markus eingeschickt und ich habe gesagt, klaue ich mir. Das klingt gut, das nehme ich für meinen Part. Und damit habe ich dann den ganzen Part verbracht, weil der mega schwer war. Und habe dann... ja, das haben die Level manchmal so an sich. Ich bin manchmal froh, dass ich keine Switch habe. Ah, geschafft. Komm. Das schaffst du. Ja. Ich schaff's nicht. Einfach fallen wie ein nasser Sack. Tja. Soll ich schon mal den Checkpoint holen? Mach das. Wenn du es schaffst. Na gut. Immer doch, Morty. Immer doch. Hui, ich häng wieder. Und. Ja, von mir aus könnte ich das Level jetzt auch fast schon speedrunnen, aber das will ich ja jetzt nicht. Tja. Das mit dem Schwingen, das klappt bei mir noch nicht so gut. Oh, und die Map hat sogar einen Vollmond. Cool. S, W. S und W und Haja! Ich bin Tarzan. Da bin ich beim Checkpoint. Moin, Mordi.